Ist der Abo-Button gedrückt, machst du das Gnu verrückt. Ich weiß, der war schlecht, aber drück den Button. Danke. Willkommen zu einem neuen Video und heute werde ich wieder unter Beweis stellen, was für eine tolle Babysitterin ich bin. Aber heute werden wir kein normales Babysitten, sondern Satans Baby. Beziehungsweise das Baby eines Dämons und ich habe dieses Game schon einmal gespielt. Allerdings war das damals ein Mädchen und Baby in Yellow hat jetzt ein fettes Update bekommen. Außerdem wird es heute seine wahre Gestalt zeigen. Ich bin sehr gespannt, was uns erwartet und ich werde natürlich wie immer mein Bestes tun. Heute haben wir die tolle Croissant-Füllung von Babypuder und vollgekackte Windeln. Und wir haben einen tollen Kommentar von Mila Altenbeck. Was ist braun und sitzt im Knast? Eine Knastanie. Versucht mich gern zum Lachen zu bringen. Ich fände es mega witzig, wenn wir eine Challenge machen, dass wir gucken, wer es von euch schafft, anhand seines Kommentars mich zum Lachen zu bringen. Okay, ich würde sagen, wir fangen jetzt an. Nacht 1, der Sitter. Zeit fürs Bett. Das Kind, ist es das, was man sich vorstellt? Das Baby im Gelb, Akt 1, Szene 2. Oh, das ist dramatisch. Oh, süß! Okay, Flasche aus dem Kühlschrank nehmen. Da lasse ich dich aber nochmal besitzen, oder? Oh mein Gott, es tut mir so leid. Oh, so sorry. Oh, da haben wir das Babyfläschchen. Können wir das auch irgendwie warm machen? So richtig heiß, damit sich das Schlappergöschliffe verbrüht? Ein paar Sekunden später. So, mein Kleines, ich habe eine brühend heiße Flasche für dich. Oh, es hat hier richtig... Oh nein, es hat geschissen. Hol die Windeln. Wo sind denn... Was sind das für Figuren hier die ganze Zeit? Mein Gott, lass mich in Ruhe. Windel nehmen. Oh nein, es fängt die Scheiße an. So. Oh Gott, ey, das scheißt die ganze Zeit rum. So. Sehr schön. Oh, das sieht so gruselig aus, wirklich. Kannst du ja nicht auch auf das Klo gehen? Boah, das tut mir jetzt aber leid. Drop that beat. Oh, verdammt! Dich jetzt anschauen, du sollst da jetzt drauf. Ja! So, und jetzt spülen. Okay, genug gebadet. Jetzt bringen wir dich ins Bett. Okay, ich würde gerne noch gucken. Verriegelt. 5 weitere Seelen. Befrei mal diese Katzenseelen. Hat es Run gesagt? Okay, die anderen Türen sind ja noch verschlossen. Dann chillen wir mal auf dem Sofa, Leute. Und schlafen ein. Und merken, das Kind schreit. Ist ja gut, Kleines. Wo ist denn das Kind? Oh, da unten. Gar kein Problem, mein Kleines. Ich bringe dich ins Bett. Fomp. Und wieder chillen. Alter. Was ist da los? Ich hab gesagt, du sollst schlafen gehen. Ey, dieses Kind ist einfach so gruselig. Okay, jetzt aber auf den Sofa chillen. Endgültig. Yes. Nacht 2. Flasche aus dem Kühlschrank nehmen. Schon wieder. So, nochmal. Oh, da oben ist was. Also, ich finde diese Dinger eigentlich gruseliger, die ich da einsammle. Hallo. Oh Gott, da sitzt es. Ich habe es doch gar nicht runtergebracht. Was ist das für ein Schlüssel? Ah, damit kann ich oben eine Tür öffnen, oder? Das mache ich jetzt erstmal, bevor ich das Monster hier fütter. Freischalten. Yes. Oh mein Gott. Was ist dies? Ich kann da was abspielen. Ich möchte es aber eigentlich noch nicht tun. Schnee, eine Kuriosität im Juli. Es ging los, als sie diesen Job annahmen, aber ich war nicht der Einzige. Schnee im Juli ist wirklich komisch. Die Nacht brach über den ersten Tag herein und die Stunden zogen sich. Wir sahen noch immer nach dem Kind. Ach, die Sünde solch unschuldiger Augen, kristallklar, verstanden von Ignoranten, wie Weisen, kostbarer Juwelen, beruhigender als Musik, schlimmer als der Tod. Gott, wer hat süße große Augen? Wir wissen es, glaube ich, alle. Als ich dann stürzte, wusste ich, dass das Baby in Gelb seinen zerfledderten Mantel geöffnet hatte und man konnte nur noch Gott anflehen. Toll, und wer hat die Kerzen hier angemacht? Und so soll ich jetzt runtergehen und Bock haben, das Kind weiter zu sitzen. Baby die Flasche geben, so let's go. Es hat schon wieder gekackt. So, wo ist jetzt die Kackwindel? Wetten, ist es wieder weg. 3, 2, 1. Oh mein Gott, nein. Oh, er hat die Tür geöffnet. Was zur Hölle? Talisman und ihr Nutzen für Erziehung. Das ist immer was ganz Neues. Aber ich glaube, hier muss noch mal irgendwo so eine doofe Statue sein, oder? Ganz bestimmt sogar. Yes, ich habe sie alle. Spielzeugkiste freigeschaltet. Eine Seele, die vom Baby in Gelb gefangen worden ist, ist wieder frei. Ach so, das war das Kind. Ich öffne jetzt mal die Kiste. Basketball, Zug, Block, Doktor, Ballon. Ach so, okay. Ich kann das alles spawnen. Ich habe keine Ahnung, warum wir das tun können. Aber wir werden es wahrscheinlich später erfahren. Oh, wir haben unsere Morning Routine noch gar nicht gemacht. Ach, ich habe sogar in der Luft gefangen. Ich weiß doch, was gut für dich ist. Nacht 3. Der Sitter. Gute Nacht, süße Träume. Das Kind, ich werde dir meine Träume zeigen. Das Baby in Gelb. Akt 3. Szene 3. Nach oben gehen und Baby beruhigen.
Türe schließen. Ey, schrecklich, wie oft es einfach aufwacht, ne? Vielleicht ein Käsetoast? Ein Käse... Feed me? Aber ich wollte doch ein Käsetoast. Ach du Scheiße, ich muss schon wieder das Baby füttern. Wer füllt dir eigentlich die Nope. Die ganze Zeit die Flaschen nach, ey. Oh mein Gott. Okay, ich komme da schon. Gar keine Angst. Ich bin der Erste. Oh mein Gott, wo sind wir denn jetzt? Wir sind draußen. Boah, ist jetzt aber richtig aggro drauf, ne? Hier. Also, wenn wir jetzt im echten Leben wären, würde ich das tun. Aber wir sind's ja nicht. Ja, ja, schrei nicht, Mann. Ich werde eine wunderbare Mutter sein. So, jetzt machen wir wieder den Buhu-Trick, dass wenn ich mich umdrehe, du weg bist. Oh Mann, die Sau! Talisman der Eltern von oben holen. Was ist, wenn ich es nicht tue? Kann ich dich nochmal runterspülen? Das ist irgendwie beruhigend. Okay, ich hole mal schnell den Talisman. Den Exorzismus bei Baby durchführen. Oh mein Gott. Okay, Baby, gar kein Problem. Oh mein Gott. Wo ist mein Talisman? Tschüss. Oh mein Gott. Gute Nacht. Bin ich tot? Luft freigeschalten. Folge dem weißen Kaninchen und komme dem Baby. Oh mein Gott, nein. Ich kann jetzt einfach abhauen. Okay, let's go. Ah, ich kann jetzt hier abhauen. Tatsächlich. Mach auf. Ich glaube, das ist nicht gut, wenn ich da reingehe, oder? Kann ich dem Bunny vertrauen? Das sieht nicht besonders gut aus, weil hier ist auch kein Bunny drin. Ich glaube, ich werde sterben. Pigments Wahnsinn. Armes kleines Kaninchen. Ich weiß, was du suchst. Du findest es hier nicht. Es gehört mir, der Arzt. Oh mein Gott, was? Oh mein Gott, ich wusste, dass es falsch ist, mit diesem Zeichen hier einzusteigen. Folge zum Hasen. Es kann auch sein, dass es jetzt voll fertig macht. Ernsthaft, der Hase? Oh mein Gott, nein. Sailor Moon! Oh, dieses verdammte Kind. Oh nein, verdammt. Ich werde dich vernichten. Dieses Kackkind! Komm her! Klavier nehmen? Wahrscheinlich muss ich ihm was vorspielen, ne? Musik zum Abspielen erforderlich. Ja, ich muss hier wahrscheinlich ein Musikstück spielen, damit das Kind nicht durchdreht. Auch diese Saiten. Ich weiß gerade nur noch nicht genau, wohin ich diese Saiten hinpacken soll. Das ist eigentlich mein Problem. Vielleicht auf den Boden einfach schmeißen? Hä? Ah, okay, der legt es hier automatisch hin. Jetzt. Los, Klavier spielen! The Kings. Ah, damit schläft's ein. Schlaf ein und sterbe. Boah, ey, das arme Kind, ey. Es hat's ja richtig weggefetzt. Hä, wo ist es denn jetzt? Ist das ein Schalter? Was? Wo ist ein Schalter? Oh, hier. Oh, Schalter drücken. Ich möchte da nicht rein. Ich möchte eigentlich dem weißen Hasen folgen, so wie wir es hätten tun sollen. Oh Gott, was ist das, eine goldene Schallplatte? Schlaflied eines Königs. Platte legen, abspielen. Okay, jetzt kann ich den Schlüssel nehmen. Und möge der nächste Typ, der ganz viel Bohnen isst, auf diese Toilette gehen und sich einfach mal richtig entleeren. So, jetzt kann ich endlich gehen. Lass mich gehen. Ich weiß auch gar nicht mehr, wo der Hase ist. Hier wird Mist, Stromausfall. Oh nein. Er muss diesen Strom anmachen, oder? Und ich wette mit euch, ich werde wieder genervt werden. Okay, die blaue wird wahrscheinlich hier sein. Yes. Okay, wo ist die pinke? Wetten, das blöde Baby hat die schon wieder? Oh ja. Yeah. Das ist zu einfach, Leute. Da passiert jetzt gleich noch was. I know it! Ich wusste es. Wer hat die blaue jetzt genommen? Dann nehme ich mir halt einfach nochmal eine blaue, du Sack. So. Oh, dieses blöde Kind. Baby kann am Klauen von Sicherungen hindern. Oh, da ist doch was. Eine Note. Schloss Nummer 7. Es ist auf jeden Fall was Wichtiges, was ich nicht verstehe. Ah, okay, es ist ein Ding, Nummer 7. Muss da auf jeden Fall ran. Ah, hier. 4, 3, 1, 7. Ah, okay, 4, 3, 1, 7. 4, 3, 1, 7. Yes. Okay, da soll ich jetzt rein? Da muss ich das Kind reinschmeißen, oh mein Gott. Okay. Goodbye, my lover. Hoffentlich geht's jetzt, Smiley. Ganz schön optimistisch noch. Oh mein Gott, nein. Danke fürs Zuschauen. Lass einen Daumen nach oben da. Seid doch nicht so grantig. No escape. Seid doch nicht so traurig. Es war eine schöne Zeit, aber man muss immer mal gehen. Let me go. Oh mein Gott. Aufzug. Ah!
Gute Nacht. Scheiße! Ich hätte abhauen müssen, oder? Ich weiß aber nicht, wohin. Oh, ein Schlüssel. Schlüssel aufsammeln. Ich glaube, da haben wir uns nicht lange, oder? Ich habe keine Ahnung, Mann. Lass mich. Jetzt brauche ich auch. Gott. Mond. Ist das gemein? Hallo. Ah, der kommt ja! Nein! Oh Gott, nein! Das wusste ich nicht, wie ätzend! Oh Mann! Okay, schneller. Nehmen wir direkt den Mond hier. Yeah, schnell. Und schnell. Schnell! Mach auf! Mach doch auf! Unpassender Schlüssel? Willst du mich verarschen? Ich hatte doch den richtigen. Hä? Oh, ich habe den fallen lassen, ne? Oh Mann. So, jetzt nehme ich aber den richtigen. So, nein. Mond. Nein, Mond, Mann! Lass mich raus! Lass mich raus! Ja! Scheiße, und jetzt? Ja! Oh Gott! Dass das Spiel so ätzend wird, hätte ich nicht gedacht. Du kannst so süß sein, wie du willst. Mir ist es jetzt vergangen. Oh, ein Schlüssel, den brauche ich bestimmt. Ich möchte bitte einfach nur gehen. Bitte. Ah, das ist ein Herz, da komme ich nicht rein. Da ist doch der Schlüssel, den ich brauche. Ciao! Oh ja, ich kann entkommen. Ja. Ja, weil das wird Baby ins Bett bringen, ein müder Junge. Ich glaube, ich lasse den mal, weil der wird mich sonst nie wieder gehen lassen, wenn ich den weiter babysitte. Hör auf, dich mir aufzudrängen, Mann! Das ist ja schlimmer als in der Disco! Ich will einfach nur nach Hause, Mann. Nein, da kannst du noch so oft dich durch die Gegend schießen. Lass mich in Ruhe! Was zur Hölle? Muss ich den da reinlegen? Wo liegt der denn jetzt? Oh, hi. Ich hoffe, dass es jetzt... Okay. Lass mich jetzt! Ich will hier raus! Warum? Ach, ich darf ihn wahrscheinlich nicht ins Bett bringen, ne? Ich darf wahrscheinlich nicht. Es drängt sich mir aber so auf. Es ist so brutal. Was ist das für ein Spiel? Hör auf, dich mir aufzudrängen. So, ich werde es mal nicht tun. So, ja. Ich darf es nicht tun. Deswegen, es passt jetzt. Du bist schläfrig. Oh, ich darf nicht in die Fernseher gucken. Oh. Oh Gott. Oh Gott. Der will mich jetzt einschläfern, ne? Oh Gott, ist ja schrecklich. Nicht reinschauen, nicht reinschauen. La 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 la. Oh Gott, Hilfe, was ist das für eine Scheiße hier? Wahrscheinlich ist das jetzt ein Riesen. Du blödes Kind, lass mich gehen! Ein sehr müder Junge. Es ist mir eigentlich gerade egal, was der ist. Der soll mich jetzt bitte einfach gehen lassen. Boah, es ist gruselig. Ich lass dich einfach liegen. Hier muss ich ihn aber reinlegen, oder? Ah, nee, ich kann entkommen. Ich kann entkommen. Yes! Ja! Ich will doch! Oh, ich muss das Kind da runterschmeißen, kann es sein? Also, ich darf es nicht reinlegen, sonst wiederholt sich das immer wieder. Let it go! Let it go! Oh yeah. Bitte, bitte lass mich doch gehen. Bitte. Ich bitte. Oh Gott, was ist denn das? Hallo da. Öffnen. Ja, ich schaff das schon. Ist das wirklich der Escape? Oh, ich habe keine Ahnung. Oh mein Gott. Oh, shit. Oh Gott, wie ätzend. Okay, der zeigt mir quasi, wo ich nicht hin soll, ne? Oh Gott. Verstecken, komm, such mich. Ach so, ich muss es wahrscheinlich einfach ignorieren. Aber eigentlich soll ich doch da nicht lang, oder? Oh Gott, Hilfe! Lass mich doch einfach gehen! Ja! Ja, nein! Oh Gott. Oh Gott. Der Rabbit meint's echt gut, ne? Der Rabbit will wirklich echt, dass ich gehe. Der Rabbit will wirklich, dass ich entkomme. Gott, Rabbit! Rabbit! Oh Gott! Lauf, kleines Kaninchen, du bist nicht allein. Es wird immer andere geben. Der wird halt weitermachen, wenn nicht mich, dann jemand anderen. Aber ist mir egal, Hauptsache ich bin entkommen. Danke fürs Spielen. Mehr demnächst im Jahr 2022. Wenn ihr wollt, dass ich dann wieder ein Update bringe, dann schreibt es in die Kommentare. Würde mich sehr freuen. Und falls ihr die Version uncut haben wollt auf dem Zweitkanal, schreibt es mir in die Kommentare. Dann weiß ich Bescheid. Wenn ihr mehr Mobile Horror Games sehen wollt, wie zum Beispiel Granny, Dr. Crow, Ice Cream Man, Aldis, irgendwas, habe ich auch noch nie gespielt, schreibt es mir in die Kommentare. Lasst mich wissen, dann können wir das gerne mal machen. Und ich sage immer danke fürs Zuschauen. Ich gehe jetzt erstmal mich entspannen. Und jetzt raus! Ja.